Hallo Leute, heute möchte ich euch ein eher unbekanntes Fabelwesen vorstellen, nämlich das sogenannte Baromets oder auch pflanzliches Lamm genannt. Dieses Wesen ist sowohl Pflanze als auch Tier, da es stets einer Pflanze entspringt, an sich jedoch ein Lamm aus Fleisch und Blut ist. Es soll goldenes Fell haben, was es natürlich sehr wertvoll macht. Es hat zudem magisches Blut, mit dem sich Krankheiten heilen lassen, und mit seinen Knochen soll man in die Zukunft gucken können. Es ist stets mit einer Art pflanzlichen Nabelschnur mit dem Erdboden verbunden. Diese ist sehr biegsam, damit das Tier auch umhergehen kann, um Gras zu fressen. Hat das Tier seine unmittelbare Umgebung kahl gefressen, muss es leider verhungern. Es hat also keine allzu lange Lebenserwartung. Auch in meinem Buch Fabeljäger wird das Tier vorkommen. Dort entspringt es allerdings stets einem Kürbis und auch muss es nicht qualvoll verhungern, wenn es seine Umgebung leer gefressen hat, sondern es verpufft einfach. So ich jetzt. Tschüss!